Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Lege deine gewohnten Denkmuster ab. Denke nicht, das geht doch gar nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Und glaube an das, was Gott alles kann. Glaubst du, dass Jesus etwas für dich hat heute? Ja. Amen. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass du so voll gefüllt wirst heute und wirklich auch eine Lösung bekommst für alle deine Nöte, egal wie sie aussehen. Du kannst nicht empfangen, was du nicht glaubst. Du rechnest gar nicht damit, dass es so sein könnte. Wenn du nicht glaubst, dass Gott dich heilen kann, dann wirst du es auch nie erwarten. Und wenn dir jemand erzählt, dass du Gott egal bist, wirst du nicht damit rechnen, dass er dir hilft. Es ist nicht richtig anzunehmen, eine Sache sei nicht real, nur weil wir sie mit unseren eigenen Augen nicht sehen. Du weißt auch ganz genau, dass der Strom aus deiner Steckdose real ist, obwohl du ihn nicht siehst. Du kennst und siehst seine Auswirkungen. Und genauso ist es auch bei Gott. Auch wenn du ihn nicht siehst mit deinen natürlichen Augen, so erkennst du doch seine Auswirkungen, sein Eingreifen in deinem Leben, seine Hilfe, seine Heilungskraft, oder das, was du gerade brauchst. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen anders denken als die Menschen in der Welt. Wir erneuern unsere Sinne, vergraben uns nicht in den negativen Dingen der Welt. Und wie kommen wir dazu? Wir sollen erkennen und prüfen und glauben, was der Wille Gottes ist. Wir lesen das auch in Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht. Gott zu kennen, das verändert uns. Wenn du Gott kennst, wenn du weißt, wie er reagiert und was er tut, dann verändert dich das. Dann kommt Glaube. Die Gewissheit über das, was dort steht, gibt uns den Glauben aus dem Wort. Und der Glaube wächst und wird immer stärker. Lass dich nicht von negativen Aussagen vom Gegenteil überzeugen. Vieles möchte uns einreden oder dir einreden, dass es immer schlimmer wird mit dir. Richte deinen Blick nicht auf die Symptome, die du hast. Vielleicht hast du eine schlechte Diagnose bekommen vom Arzt. Oder du hast eine Situation, wo du einfach keinen Ausweg weißt. Lass dich nicht beirren. Gott erfüllt seine Verheißungen, wenn du daran festhältst. Sprüche 4, Vers 20 bis 22. Und da heißt es, mein Sohn und natürlich auch meine Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lasse sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Interessant, was hier steht. Und wir haben hier ein Rezept, wie wir ein gutes Leben haben. Wir sind lebendig und heil. Du sollst das,
was aus dem Wort Gottes kommt, im Inneren deines Herzens aufbewahren. Und du trägst das mit dir herum und hast damit jederzeit auch Zugriff und Ermutigung, weil du es in dir hast. Es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist wie bei dem Strom in der Steckdose. Du siehst es nicht, aber du spürst es. Du spürst die Veränderung, du spürst die Gegenwart. Heilung an Geist, Seele und Leib ist Wiederherstellung, was beim Sündenfall verloren ging. Ganzheitlichkeit. Der Mensch war vor dem Sündenfall rundum heil. Er war rein und positiv. Und genau das hat Jesus am Kreuz für uns wiederhergestellt. Sein Tod hat ausgereicht, um uns in diesen Zustand zurückzuversetzen, wenn wir es wollen. Wir können unsere Schuld und Sünde loswerden. Und dieselbe Kraft befreit uns auch von aller Krankheit. Da, wo Vergebung ist, ist auch Heilung. Und schon im Alten Bund wurde uns das prophezeit in Jesaja 53. Da wird uns Jesus beschrieben, was einmal geschehen würde. Und im Vers 4, da heißt es: Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und in Vers 5 heißt es noch: Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und genau so ist es geworden, wie es dort vorausgesagt war. Und das wird auch bestätigt in Matthäus 8, Vers 17. Da heißt es nämlich: Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Und er trug auch deine Krankheit. Und wenn jemand deine Krankheit trägt, ist sie nicht mehr bei dir. Bildlich gesprochen ist sie von deinem Leib auf die Schulter eines anderen gekommen. Und der trägt sie. Und Jesus hat sie ans Kreuz getragen. Also bist du sie los. Jesus selbst bestätigt diese Wahrheit in seinem Tun, als er dort die Schwiegermutter des Petrus heilte und alle Leidenden, die sie zu ihm brachten. Und Jesus heilte nicht die ganze Welt. Er nahm sich denen an, die zu ihm kamen und die sie zu ihm brachten. Und in 1. Petrus 2, 24 wiederholt Petrus diese Wahrheit in seinem ersten Brief. Und in Galater 3, Vers 13, da steht: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und hier sehen wir wieder, es ist von uns auf ihn übergegangen. Eine eindeutige Aussage, dass wir frei sind vom Fluch des Gesetzes. Jesus hat den Fluch auf sich genommen durch die Tat am Kreuz. Er hat ihn weggenommen. In 5. Mose 28, ab Vers 15 lesen wir, was Gott als Fluch bezeichnet. Und Krankheit ist da bezeichnet ein Teil des Fluches. In diesen Versen lesen wir auch von Krankheiten, die uns sehr bekannt vorkommen. Manchmal mit dem Zusatz, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Gott sei Dank hat Jesus dies aufgehoben am Kreuz. Er stellt uns wieder her an Geist, Seele und Leib. Er hat es weggenommen von uns. Diesen Fluch gibt es nicht mehr, weil Jesus ihn gebrochen hat am Kreuz und auf sich genommen. Wir sind errettet
an Geist, Seele und Leib. Errettung ist für alle Menschen. Alle, die es annehmen, es ist da für alle Menschen. Und jeder kann selber entscheiden, ob er es annimmt oder nicht. Ein verzweifelter Mann kam zu Jesus und brauchte Heilung. Er sagte zu Jesus, wenn du willst, kannst du heilen. Und Jesus sagt, ich will. Er sagt auch zu dir, ich will. Das gilt auch heute noch und er hat es nie zurückgenommen. Dieses Ich will, das steht ein für allemal. Und das gilt auch für dich. Markus 1, Vers 40 und 41. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und Jesus sagt auch heute zu dir, ich will dich berühren, ich will dich heilen, ich will dich reinigen. Und Jesus ist auch über deine Sache innerlich bewegt, und er will dir helfen. Genauso, wie wir es hier lesen. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich nicht abweisen. Viele Menschen zweifeln und denken, Gott will doch gar nicht. Er hört mich nicht und er sieht mich nicht. Das ist Lüge des Teufels. Jesus ist auch über deine Not tief bewegt. Aber du musst zu ihm kommen. Was meinst du? Wird Jesus zu einem Menschen sagen, ich will dich heilen oder dir helfen und dann zu einem anderen Menschen, ich will nicht? Das wäre doch fatal und würde das ganze Erlösungswerk außer Kraft setzen. Also, er will. Er will dich berühren, er will dich heilen. Er will dich reinigen, er will dich befreien und er kennt deine Not. Er ist gerecht und es steht für jeden Menschen alles bereit. Heilung ist Gnade Gottes und die steht uns allen zu. Psalm 103, Vers 3 und 4. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Gnade und Erbarmen. Golgatha ist für alle da. Wo Vergebung angeboten wird, ist Heilung auch da. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, 8b. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Er nimmt alles weg, was nicht hingehört. Alles, womit der Teufel dich plagen will. Er hat die Werke des Teufels vernichtet am Kreuz von Golgatha. Und woraus entspringt das? Aus Liebe zu uns Menschen. Sein Erbarmen ist über uns. Und Petrus fasst das auch so wunderbar zusammen in der Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der umherging und wohltat und heilte. Jesus muss heute nicht mehr umhergehen, sondern er wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Er will dir wohltun und er will dich heilen, so wie es geschrieben steht.
Er ist in dir und hat immer noch dieselbe Kraft. Egal, was für Sorgen und Nöte du hast, er will dir helfen. Lass dich nicht beirren von anderen Meinungen. Du spürst ihn nicht immer. Manchmal denkst du, er ist gar nicht da. Es gibt so viele Umstände, die uns aus der Bahn werfen können. Verlust eines Menschen, Verlust der Heimat, Verlust eines Hauses, Traumata, Schmerz und Verletzungen von Menschen oder Situationen, körperliche Schmerzen, wenn du krank bist. Das alles will uns niederdrücken. Und da sind wir oft gefangen in unserem Schmerz. Und was machen wir? Du kannst resignieren, ohne Hoffnung, ohne Zuversicht. Du kannst dich zurückziehen und alles über dich ergehen lassen. Und dann kommt letztendlich Verzweiflung und Depressionen. Lass dich nicht beirren und lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht von deinen Symptomen und Umständen belügen, dass Gott dir nicht helfen kann. Petrus gibt uns da ein gutes Beispiel. Voller Freude stieg er aus dem Schiff, ihr kennt die Geschichte, als Jesus ihn rief. Die Wellen und der Sturm waren gar kein Problem. Doch als er auf die Umstände sah und plötzlich die Wellen wahrnahm, wahrscheinlich wurde er auch nass, da kamen Zweifel und Angst. Matthäus 14,30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Die Wellen und der Sturm waren genau dasselbe, als er aus dem Schiff stieg. Es hatte sich nichts verändert. Nur seine Sichtweise hatte sich geändert. Er hat nicht mehr auf Jesus geschaut, sondern er sah die Wellen und er sah auf die Schwierigkeiten. Der Teufel hat seine Aufmerksamkeit auf die Wellen und den Sturm gelenkt. Lass dich nicht ablenken und lass dich nicht beirren. Schau auf Jesus. Wenn wir uns mit Schauen beschäftigen, auf die Widerstände, gehen wir unter. Das heißt, es zieht uns runter. Und in dem Moment, als dem Petrus seine Emotionen sagte, das geht doch gar nicht, dass ich auf dem Wasser laufe, und er die Wellen sah, da sank er. Lege deine gewohnten Denkmuster ab. Denke nicht, das geht doch gar nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Und glaube an das, was Gott alles kann. Menschen sagen manchmal, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber man braucht keinen Glauben, wenn man etwas schon sieht, für das, was man sieht. Und Abrahams Glaube damals beruhte nicht auf das, was er sah, im Gegenteil. Das war auch so ein Glaubensheld. Alles, was ihm vor Augen war, war genau gegenteilig. Schau nicht auf Symptome oder Umstände. Bezweifle nicht Gottes Verheißungen aufgrund deiner Symptome und deiner Umstände. Gründe deinen Glauben auf das, was Gott sagt. Hebräer 10, 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hier lesen wir, dass nicht alles sofort geschieht. Vertrauen heißt auch, dass man warten kann. Lass dich nicht beirren und halte fest, auch wenn vielleicht deine Umstände dagegen sprechen. Und die Frage ist, wer spricht zu dir? Gottes Wort oder
der Teufel und seine Zweifel. Es ehrt Gott, wenn wir ihm glauben, solange die Umstände entgegenstehen. Und höre nicht auf deine Emotionen, auch wenn sie etwas anderes sagen. Gott hat nicht gesagt, ich sende dir bessere Gefühle. Gefühle reichen nicht. Wir brauchen Gottes Verheißungen. Unsere Emotionen sind ein ständiges Auf und Ab. Unsere Seele ist sehr wankelmütig und das hat auch schon David in den Psalmen gesagt. Warum ist meine Seele so unruhig? Kennt ihr diese Unruhe in der Seele? Das wirkt sich auf unseren ganzen Körper aus. Angst kommt auf und unser Glaube schwindet. Diese Unruhe in uns, diese Unsicherheit. Und dann kommt Angst und Zweifel machen sich breit. Gottes Wort sagt, steh auf und sei mutig. Widersteh dem Teufel, dann wird er fliehen, so wie es im Jakobusbrief auch geschrieben steht. Wir brauchen diese göttliche Entschlossenheit, um dem Teufel zu widerstehen. Lass es dir einfach nicht gefallen und weise diese Zweifel zurück. Und die Tatsache ist, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Und Gottes Stärke ist eine Realität und sie ist für uns. Wenn du dich schwach fühlst, ist seine Stärke in dir und nimm diese göttliche Entschlossenheit und geh vorwärts. Micha 7, Vers 8, da steht, freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Und das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Immer wieder gibt es Herausforderungen, die uns so sehr treffen und die uns niederdrücken, dass wir einmal am Boden liegen. Und das ist auch ganz normal. Aber wir brauchen diese Entschlossenheit, wieder aufzustehen. Der Herr ist unser Licht und deshalb wird unser Leben hell. Und dieser Vers ist so wunderbar. Wir liegen zwar momentan am Boden, doch wir stehen wieder auf. Und bleibe nicht am Boden liegen. Und überlass nicht das Feld dem Feind, sondern steh wieder auf. Die Dunkelheit, die uns niederdrückt, verschwindet, wenn du wieder aufstehst. Entwickle einen Widerstand gegen alles Negative. Steh auf in deinem Inneren und mach dir bewusst, Gott ist größer. Seine Macht ist über jeder anderen Macht. Und was Gott versprochen hat in seinem Wort, das wird er auch halten. Und da kannst du dich festklammern. Das, was er versprochen hat, wird er halten. Und da stehen so viele Verheißungen drin für dich. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Ein Vers für dich. Eine Zusage. Du wirst nicht vergeblich rufen. Halte deine Augen offen und schau, was Gott tut. Rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten. Das ist doch eine wunderbare Zusage, auch für dich. Ergreife im Glauben das, was Gott für dich bereit hat. Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten. Und er ist uns ein großes Vorbild. Wenn wir lesen, was ihm alles widerfahren ist, das ist schon gewaltig. Und er hat durchgehalten. 2. Timotheus 4, Vers 7, da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Er hat einen guten Kampf gekämpft, das heißt, wir brauchen diesen Kampfgeist, dass wir uns nicht beirren lassen, dass wir Glauben bewahren, dass wir auch einmal sagen können, ich habe Glauben bewahrt.
Und zum Schluss noch, ich habe kürzlich einen Satz gelesen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und er hieß: Menschen glauben an Gott, doch sie glauben ihm nicht. Fragt man Menschen nach Gott, sagen sie oft: Ja, ich denke, es gibt einen Gott. Oder ja, es gibt einen Gott. Doch sagt man: Gott ist da, er will dir helfen, er heilt dich, bekommt man meist skeptische Antworten. Das war einmal, oder Gott kennt mich nicht, oder Gott ist zu weit weg, oder was auch immer. Glaubst du ihm? Glaubst du, dass er dir helfen will? Dass er dich heilen will? Halte fest an Gottes Verheißungen und ergreife sie im Glauben. Amen.